Liebe Zuschauer, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Ich bin heute hier zu Gast bei den Stadtwerken in Wismar. Neben mir steht der Chef, der Leiter von den Stadtwerken, Andreas Gresko. Herzlichen Dank für die Einladung. Und wir möchten sprechen über dieses Programm oder über die Aktion Förderherzen. Die gibt es ja hier schon eine ganze Weile in Wismar, oder? Dieses Jahr das vierte Mal und die Resonanz steigt von Jahr zu Jahr. Wie ging das Ganze denn mal irgendwann los? Also was sind die Förderherzen und wie kam die Idee, die Initiation dazu? Ja, los geht's immer, man braucht da motivierte Mitarbeiter, die viele Ideen haben. Das ist bei uns unsere Frau Bartsch. Und wir haben immer schon ein großes Sponsoring gemacht in dieser Stadt mit einer Riesensumme. Aber mir hat die Resonanz nicht so richtig gefallen, weil viele haben das als selbstverständlich hingenommen, dass wir müssen ja sponsern. Und dann kamen wir auf diese Idee, man nennt das glaube ich auch Social, also Co-Founding, ne? Hier dieses, also dass da viele mit beteiligen, um das zu sponsern, das ist eine Riesengeschichte. Und das vierte Mal jetzt ja ist ja auch schon echt eine tolle Sache. Ich kenne das Projekt selber, weil ich selber aus einem Verein bin, der hier auch Herzen ja nehmen kann. Aber erklären Sie mir nochmal und unseren Zuschauern bitte, wie das Ganze funktioniert, wenn ich Kunde der Stadtwerke bin. Ja, wenn Sie Kunde der Stadtwerke sind, bekommen Sie mit Ihrer Endabrechnung Förderherzen. Das sind 500 Förderherzen, die einen Wert von 5 Euro haben. Und gleichzeitig rufen wir unsere Kunden auf, die haben ein Jahr Zeit, Projekte an uns zu melden. Dieses Jahr 21 Stück. Und diese Projekte, die stellen wir ins Internet. Und dann kann jeder Kunde mit seinem Code, den er da hat, der auf den Förderherzen drauf ist, kann er für das, was ihm am besten gefällt, das Projekt voten, also seine Stimme abgeben. Mhm. Und dementsprechend wird dann auch der Geldeinsatz verrechnet dafür. Wir geben vor eine Summe vor. Wir sagen, das Projekt als Beispiel kann 1500 Euro geben hier, wenn ich jetzt mal hier neue Segel für den akademischen Segelverein. So. Ja. Und jetzt kommt es darauf an, wie viel dafür ihre Stimme abgeben. Ne? Ah ja, okay. Und dann. Und wenn einer Bus abgibt, dann wird das ein kleiner Betrag. Und wenn sehr viele abgeben, maximal dann diese 1500 Euro. Okay, Sie haben gesagt, 21 Projekte sind jetzt dabei. Wollen Sie ein paar Projekte mal vorstellen? Oder? Ja, sehr gerne. Mhm. Also das ist einmal hier, das sind jetzt die Fördervereine der Grundschule am Friedenshof oder der Freien Schule, die den Schulhof gestalten wollen. Wir haben viele Kitas dabei, die Spielzeug dafür kaufen wollen, Sportgeräte davon kaufen wollen. Ich fand das auch sehr schön hier. Licht am Horizont ist auch wieder dabei, die für ihre Kinder dort was machen wollen. Sportvereine, die Shirts brauchen und so weiter und so fort. Sogar der Sozialdienst katholischer Frauen hat sich an uns gewandt. Die wollen ein Pausenspielgerät haben für ihre Runden, die sie dort machen. Nee, Quatsch. Ohne Chaos, so ein Chaos-Varieté, jetzt war ich hier eine Zeile verrutscht. Na, nicht schlimm. Ich habe was Falsches erzählt. Der Tierschutzverein und so weiter und so fort. Okay. Also alles tolle Projekte, die diese Stadt lebenswerter machen. Und was mir am meisten gefällt an diesem Projekt ist, dieses Zwischenmenschliche. Sie haben, wenn Sie sonst gesponsert haben, ne, kriegen Sie auch ein Dankeschön und dann war es das. Aber hier, Sie sehen in leuchtenden Augen, hier sind Menschen, die sich für andere einsetzen. Ja? Wenn ich hier so viele sehe, die das nicht für sich machen, sondern für ihre Kinder, für andere Kinder und so weiter. Also das ist grandios. Mhm. Und ich sage immer wieder, wenn wir diese Förderherzen übergeben, hier auch bei uns hier, früher haben wir es immer im Kundenzentrum gemacht, ich hoffe, dass das dieses Jahr auch wieder so sein kann. Da in die leuchtenden Augen zu gucken, also das ist wunderschön. Jetzt würde mich ja mal der Ablauf interessieren. Also bis wann kann ich meine Herzen abgeben? Wann soll denn nachher am Ende die feierliche Übergabe sein? Also wie ist der Zeitrahmen gesteckt? Ja, fangen wir ganz vorne an. Also die Projekte sind alle nominiert. Da hatten unsere Kunden Zeit jetzt bis zum 31. Januar. Die Frist ist verstrichen. Wir haben sogar noch eins dazugekriegt. Wir haben jetzt 21 Projekte. Und jetzt vom 1. Februar bis, ich glaube jetzt bis zum 6. Februar gehen die letzten Rechnungen raus. Und da hängen die Förderherzen dran. Und dann hat der Kunde Zeit, oder unsere Kunden haben dann Zeit, bis zum 30. April ihre Stimme abzugeben für dieses Projekt. Und die Übergabe der Fördermittelbeträge, wenn alles gut geht, und wir hoffen also zum 3. Juni, dass wir das dann hier im Kundenzentrum durchführen können. Oh, schön. Da gibt es ja auch so schöne Fotos auf Ihrer Internetseite, wenn hier die ganze Gruppe zusammensteht. Ja. Also hoffen wir mal, dass es funktioniert. Ja. Also ich sage es ja immer wieder, also das sind Punkte. Also ich würde alle anderen Sponsoren lasse ich weg, nur die Förderherzen nicht. Hm. Ja, also das ist es eben, was Mensch Leben ausmacht in meinen Augen. Ne? Leben in dieser Stadt, wenn man füreinander da ist und nicht übereinander reden, sondern miteinander was tun. Wir leben hier alle, das ist unser Zuhause und das finde ich, also dieses Projekt, das ist grandios. Letzte Frage, die mir noch einfällt, sind denn zwischendurch noch Aktionen geplant für die Förderherzen, also um das Ganze noch mal ein bisschen zu promoten?
Ja, sicher. Sie wissen das bestimmt schon, wir werden dieses Jahr 30 als Stadtwerke. Wir haben jeden Monat haben wir Aktionen geplant, wo wir das auch promoten werden. Valentinstag ist ein Tag, wo wir unsere Förderherzen verschenken wollen, unsere Herzen verschenken wollen, noch zusätzlich. Diesmal mehr digital. Das können Sie alles bei uns auf der Internetseite nachgucken. Also wir werden jeden Monat dazu natürlich Werbung machen und die Kunden auffordern. Aber wissen Sie, das Entscheidende ist hier auch, das sind jetzt nicht wir, jetzt sind unsere Kunden dran. Unsere Kunden müssen sich organisieren und ich kenne das aus dem Privaten. Letztes Jahr ist unser Enkelsohn, der war in einer Kita, die auch einen Antrag gestellt hatte. Also meine Schwiegermutter, alle haben Herzen gesammelt und jetzt sind die Kunden gefragt. Viel Erfolg und um diese Projekte, weil es ist wieder so, der Erfolg hängt natürlich ab vom Engagement. Und wie viel denn dafür voten werden? Genau, wie viel jetzt dafür getan wird. Und das rufen wir ja heute auf. Genau. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Vielen Dank. Liebe Zuschauer, also ich habe meine Herzen tatsächlich schon zu Hause und ich werde sie auch verteilen. Ich würde mich freuen, wenn Sie das auch tun werden. Das nächste Interview der Woche dann am Freitag. Ich wünsche Ihnen was. Bleiben Sie gesund, machen Sie es gut. Tschüss.